Hey Andy, Herzathlet, und willkommen zu diesem brandneuen Video. In diesem Video werde ich dir alles zum Thema Burnout erklären, wie das Burnout entsteht und wie du auf jeden Fall rauskommst. Weil wenn du das Gefühl hast, dass dir irgendwie die Decke auf den Kopf fällt und dir alles zu viel ist, dann bleib unbedingt dran, weil in diesem Video erfährst du, warum ADHSler Burnout kriegen und wie du das Ganze vermeidest. Und um das zu vermeiden, sollst du erstmal die Burnout-Dynamik verstehen. Weil Burnout, das ist kein einfaches Erschöpfungssyndrom, das ist ein komplexer Prozess, der schleichend beginnt und sich allmählich dann verschlimmert. Und das entwickelt sich typischerweise in vier Phasen. Phase 1 ist die Überverpflichtung, Phase 2 die Überforderung, Phase 3 ist dann der Schnellrutsch ins Burnout und schließlich folgt dann der Zusammenbruch. Und wir starten einfach mal mit der Phase 1, die Überverpflichtung. Ja? Viele von uns mit ADHS, die neigen dazu, People-Pleaser zu sein. Das heißt, wir haben Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen, weil wir es oft allen recht machen wollen. Wir haben ein Helfersyndrom und haben Probleme damit, Nein zu sagen. Und das führt dann oft dazu, dass wir uns selbst vernachlässigen. Wir sagen viel zu selten Nein, ja, auch wenn unser Kalender zum Beispiel schon mega voll ist und uns das eigentlich zu viel ist. Zum Beispiel könnte ein ADHS-Mensch zustimmen, an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten, zusätzliche Aufgaben in einem Verein noch mit zu übernehmen und gleichzeitig versuchen, ein perfektes Familienleben zu führen. Und das Problem ist einfach, unsere exekutiven Funktionen, das ist ein Gehirnareal, machen das uns sehr schwierig, langfristig zu planen. Und das führt dann dazu, dass wir uns viel zu viel vornehmen, ohne das realistisch abzuschätzen. Und dann kann es eben sein, dass wir in diesen Burnout reinrutschen. Und die Herausforderung ist, dass wir oft gar nicht bemerken, in wie vielen Aufgaben wir überhaupt drin sind, was wir alles zu tun haben. Und dann irgendwann einfach die Energie überhaupt nicht mehr mitmacht. Und dann kommt die Phase 2, die Überforderung. Das heißt, anfangs fühlt es sich mega cool an, weil wir ganz viel Lob und Anerkennung für unsere Hilfsbereitschaft kriegen. Wir fühlen uns wie Stars, die ganz viel Applaus kriegen und auf einer Bühne stehen. Aber diese Anerkennung kann sehr trügerisch sein, weil die verleitet uns dazu, noch mehr zu tun, als wir eigentlich bewältigen können. Zum Beispiel ist es oft der Fall, dass ein ADHSler für seine Hilfsbereitschaft gelobt wird, dass sich viele auf dich verlassen, dich oft anrufen, dass du den Therapeuten spielst, für all deine Freunde und so weiter und so fort. Und dann ist es halt so, dass man es gar nicht bemerkt, wie man seine Grundbedürfnisse vernachlässigt. Also man schläft zu wenig, man ernährt sich vielleicht ungesund oder vergisst zu essen, man erholt sich nicht richtig. Bei ADHS merkst du oft gar nicht, dass du gerade eine Pause brauchst, vielleicht auf Toilette musst, was trinken musst, was essen musst. Und es führt dann dazu, dass du die Warnsignale, die dein Körper sendest, vielleicht gar nicht bemerkst, ja, und du ignorierst es, bis alles zu spät ist. Und diese ständige Überforderung führt dann dazu, dass wir uns sehr erschöpft fühlen, keine Kraft mehr haben und dass wir ja gar nicht mehr so leistungsfähig sind. Und dann beginnt die Phase 3, und zwar der schnelle Rutsch ins Burnout. Das heißt, wir versuchen verzweifelt, diese verlorene Zeit für Selbstfürsorge irgendwie nachzuholen. Also versuchen dann, uns auszuschlafen, uns gesünder zu ernähren. Aber dann ist es halt oft schon viel zu spät und unser Nervensystem ist mega überlastet und kommt in so einen Freeze-Mode. Also wir fühlen uns voll paralysiert und das ist dann der Punkt, an dem viele vollständig zusammenbrechen. Der Motor, unsere Lebenskraft ist einfach überhitzt und wir kommen komplett zu einem Stillstand. Wir erleben so eine Stagnation. Und die verlorene Zeit für Selbstfürsorge dann nachzuholen, wird immer schwieriger, weil wir sind schon in diesem Zyklus der Überlastung drin und die Erschöpfung hat schon längst begonnen. Und das merkt man dann erst, wenn alles zu spät ist. Das heißt, beachte die Warnsignale, die dein Körper dir aussendet und setz auf jeden Fall die Selbstfürsorge auf Platz Nummer 1 der To-Do-Liste, weil Selbstfürsorge ist kein Luxus, sondern einfach eine Pflicht, um langfristig leistungsfähig und auch gesund zu bleiben. Und jetzt noch ein paar Tipps, wie du eben Burnout vermeidest. Es ist entscheidend, dass du einfach öfter Nein sagst. Nicht jede Anforderung, die dir gestellt wird, musst du erfüllen. Du sollst einfach eigene Grenzen kennen und die auch klar setzen. Zeitmanagement ist auch ein wesentliches Tool für jeden ADHSler. Also mit einem strukturierten Tagesablauf kannst du einfach sicherstellen, dass du genug Zeit für Arbeit, Freizeit und Erholung eingeplant hast und auch Prioritäten gesetzt hast und auf jeden Fall die Pausen zum Beispiel im Kalender gut eingetragen hast. Ich hoffe, diese Tipps haben dir gefallen und du hast es
Thema Burnout jetzt besser verstanden, schreib doch mal in die Kommentare, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Und wenn du willst, dass ich dir persönlich dabei helfe, deine Entspannung zu verbessern, also körperlich besser abzuschalten, mental besser abzuschalten, dann bewirb dich doch auf ein kostenfreies Erstgespräch. Dafür gehst du einfach auf www.eliasmünzel.de und dann spreche ich mit dir persönlich darüber, wie du eben dein ADHS als Superkraft nutzen kannst. Wir sehen uns im nächsten Video.